Rasierenpott. Ich zeige euch heute, wie wir ein Osterei basteln. Erstens, ich sage euch heute jetzt mal, was du alles brauchst. Erstens, eine Schere. Zweitens, ein Kleber. Ich habe jetzt mal 3 Kleber mitgenommen. Zweitens, zum Verzierung ein Band. Buntes Papier eurer Wahl. Ich habe jetzt mal Türkis genommen und Buntstifte. Das ist alles. Erstens muss ich jetzt die Schritte erklären. Ihr nehmt das Papier eurer Wahl und nehmt einen Bleistift. Ihr zeichnet das Osterei da drauf. Mal klein, groß, mittel. Egal eurer Wahl. Ich habe jetzt mal groß genommen. Zweiter Schritt. Dann schneidet ihr das aus. Ich schneide das gerade so aus, so mit der Verzierung, dass ich jetzt mal. Dann habt ihr das hier, das Osterei. Dann dürft ihr entscheiden, was ihr jetzt erst macht. Erstmal die Muster drauf malen oder schon das Band. Ich nehme jetzt erstmal das Band. Das ist egal, welche Farbe. Mache ich jetzt mal so. Dann nehme ich einen blauen Buntstift und male ihm ein Gesicht. Mit dem Orangenen male ich ihm eine Nase und dann könnt ihr noch verzieren. Ich male hier um die Nase vielleicht ein paar Pünktchen oder mit Orange ein Sternchen. Eurer Wahl, wie ihr das macht, ist mir egal. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr machen noch dazu, was ihr wollt. Das war's. Tschüss. Video ist fertig. Jetzt, das war meine Bastelstunde. Was das hier ist draus rausgekommen. Jetzt folgt mein Kollege Joshua Pott von der 1. bis zur 5. Klasse. Tschüss.